This is a true love. This is a true love. Man, yeah, this is a true love. Hey, yo, this is a true love. Hi Leute, in dem Video geht's heute um was Persönliches einfach. Das ist ein bisschen was anderes als sonst. Ich möchte einfach nur so über ein paar eigene Themen sprechen, die ich früher extrem hatte. Aber das sind jetzt gerade noch so Themen, wo noch so Reste auf jeden Fall da sind. Nicht sogar mehr Reste so. Und vielleicht hilft es ja einfach dem einen oder anderen weiter, dass er sich da wiederfindet. Aber im Prinzip ist so ein Video hier, das ist eigentlich für mich so ein bisschen einfach Therapie, um von gewissen Dingen loszulassen und mich auch auf eine andere Art mal zu zeigen, beziehungsweise von eben Dingen loszulassen, denen ich sonst oft unterbewusst noch entsprechen wollte, die mir jetzt bewusst sind, aber ich von diesen Ängsten loslassen möchte. So. Und die immer mehr verarbeiten möchte, und das möchte ich so in diesem Video auch machen. Ja, und zwar geht es da so um Themen. Ich weiß nicht, ob es manchmal schon erwähnt so. Ich war zum Beispiel früher sehr schüchtern. Und das hat sich schon sehr gut gewandelt. Also, wenn man mich schon früher kennt, so. Dann ja, dann wird man das, denke ich, gemerkt haben. Aber manchmal sind so Situationen, ja, falle ich noch in so alte Muster rein. Die nehmen mich zwar nicht mehr so mit und ich kann die bewusst beobachten, aber es sind eben noch so die Dinge, die eben noch manchmal da sind, auftauchen. Aber es wird immer weniger. Genau. Und ein so ein Bild ist auch noch, dass ich immer so stark gemerkt habe, dass ich stark das Bedürfnis habe, oder dass es mir sehr schwer fällt, mich schwach zu zeigen, dass ich sehr stark davon geprägt bin irgendwie, dass man immer männlich erscheinen muss, dass man, dass ein, ja, Kerl nicht weint. Also Dinge, ja, ich konnte früher zum Beispiel gar nicht weinen. Ich habe in den äußerst seltensten Fällen geweint. Ist gekommen. Und ja, irgendwann hatte ich dann auch so einen Entgiftungsschub und dann konnte ich das irgendwie loslassen und habe irgendwie, ich glaube, ich habe einen Monat jeden Tag geweint. Einfach nur aus Freude auch oft. Und es war immer schön, so irgendwie befreiend und loslassen. Aber das konnte ich sonst nicht so. Und trotzdem ist es noch so ein Ding gewesen, so mich dann damit zu zeigen, so schwach zu zeigen. Es ist halt sehr drin, so in dieser Konditionierung. Und sowas eben überhaupt auszusprechen, so. Genau. Ja. Und das andere Thema ist eben noch bei mir einfach, ja, mich schwach zu zeigen, Ängste zu zeigen. Zu zeigen, dass ich nicht ja, weiß gar nicht, wie ich es genau beschreiben soll. Und ja, der andere Punkt ist noch, Gefühle zu zeigen. Vor allem dann, wie schon gerade gesagt, so das Weinen. Aber auch dann einfach, ja, wirklich so zu meinen Gefühlen zu stehen, irgendwie da das mal auszusprechen. Das ist so ein Thema bei mir. Genauso war es immer ein Thema bei mir, Frauen anzusprechen. Fällt mir unglaublich schwer so. Ich glaube, alle Freundinnen, die ich hatte, die sind immer auf mich zugekommen. Ja, sonst wäre wahrscheinlich nicht aus der Stimmung gekommen. Also mir ist es ja unglaublich schwer gefallen so. Wenn überhaupt, nur mit Alkohol so.
Und selbst dann habe ich mich nicht getraut eigentlich. Genau. Aber wie gesagt, ich möchte in dem Video das gerade einfach nur mal loswerden, einfach nur mal raushören, mal aussprechen und damit eben schon so einen Schritt machen, dass ich mich schwach zeige, sag ich jetzt mal. Das ist für mich so ein Schritt, genau. Aber ansonsten. Fällt mir gerade schon gar nicht mehr viel ein. Es gibt auch keine tolle Pointe bei dem Video oder so. Ja, ihr könnt ja einfach mal kommentieren, ob es euch da ähnlich geht. Was ihr das so macht. Ich mache das eben so schrittweise. Immer mal einen Schritt, den nächsten Schritt wagen. Und da immer wieder aus der Komfortzone rausgehen. Auch was so die Schüchternheit anbelangt, so ich habe irgendwann dann einfach ja, Inliner-Kurse zum Beispiel gegeben, habe halt gesagt, okay, ich mach's. Da musste ich mich halt irgendwie hinstellen vor 20 Kids und dann stehen auch die Eltern jeweils hinten dran und ja, so vor den Kids ging das dann gerade noch so. Vorher sonst immer schnell die Eltern weggeschickt. Und dann, ja, aber dann war es schon anders, wenn die Eltern dann da standen. Aber dann einfach dadurch, dass ich mich da, ja, da mal reingetraut habe. Weil es trotzdem gleichzeitig ein Wunsch war von mir, mich nicht davon beeinflussen zu lassen, weil eigentlich macht mir das total Spaß, zum Beispiel mit Kindern zu arbeiten. Ja. Genau. Ansonsten war's das. Macht's gut, Leute. Ciao.